Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da auf meinem Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video und im heutigen Video geht es um den traurigen Fall von Michelle Nyrider. Michelle Jeanette Laundy Nyrider wurde am 2. Februar 1971 in Los Angeles in Kalifornien geboren. Sie war die Tochter von Kenneth und Jeannie Laundy. Schon in der Highschool ist Michelle wohl recht beliebt gewesen und hat schnell Anschluss gefunden. Und eine der Personen, die sie dort kennen und lieben gelernt hat, war Lloyd Nyrider. Er war 2 Jahre jünger als sie. Die beiden haben sich kennengelernt, als er 16 Jahre alt war. Aber es war wohl direkt Liebe auf den ersten Blick. Sie waren sofort Hals über Kopf verliebt ineinander. Schon 2 Jahre, nachdem sie sich kennengelernt haben, haben die beiden dann geheiratet, sind zusammen aufs College gegangen und haben sich dann schließlich niedergelassen in Corning in New York. Hier haben sie dann angefangen, eine Familie zu gründen. Insgesamt hatte das Paar 3 Töchter. Eine davon hieß Carrie, das war das mittlere Kind. Die Namen der anderen beiden Mädchen habe ich nicht herausgefunden, beziehungsweise ist ehrlich gesagt auch nicht weiter probiert, weil in den meisten Quellen die Namen nicht auftauchen und ich das so verstanden habe, dass es einfach ist, um die beiden zu schützen. Deswegen werde ich ihre Namen jetzt hier auch nicht irgendwie erwähnen, weil ich denke, dass sie sich wahrscheinlich ohnehin schon traumatisiert genug durch die ganze Sache fühlen und jetzt nicht noch mehr in die Öffentlichkeit gezogen werden müssen. Corning ist mit um die 11.000 Einwohner eine Kleinstadt im Bundesstaat New York. Es ist wohl relativ familienorientiert, also viele kleinere Familien leben dort. In den Quellen heißt es manchmal, dass da wirklich jeder jeden kannte. Das wird ja oft so angeführt, ob das jetzt in dem Fall wirklich so war oder nicht, kann ich euch nicht sagen. So oder so ist es wohl so, dass der größte Wirtschaftsfaktor in Corning die Glasindustrie ist. In dieser hat Lloyd dann auch eine Anstellung gefunden beim größten Spezialglashersteller dort in der Gegend und das ist Corning Glas. Michelle ist derweil erstmal zu Hause geblieben und hat sich um die 3 Töchter gekümmert, als sie noch klein waren. Sie hat sie auch von zu Hause aus unterrichtet. Zumindest einen Großteil der Zeit zu Hause unterrichtet und sie hat dann später noch angefangen, als Dozentin für Englisch am örtlichen Community College zu arbeiten. Michelle war es sehr wichtig, darauf zu achten, dass ihre Töchter sich immer gewählt ausdrückten, dass sie sich ordentlich benahmen, überall, wo sie hingingen. Michelle wirkte nach außen auf andere Leute, auf Bekannte, auf Nachbarn, wie eine sehr aufopfernde, liebevolle Mutter, die wirklich alles für ihre Töchter tat, natürlich auch bestimmte Ansprüche hatte, wie ihre Töchter sich zu verhalten hatten, aber alles in allem sich sehr gut um sie kümmerte und auch immer liebevoll mit anderen Menschen umging, immer versuchte zu helfen, wo sie konnte, anderen Müttern vielleicht aushalf, wenn es da irgendwie Engpässe gab und ja, allgemein einfach nett und freundlich zu den Leuten war. Und auch Lloyd kam besonders anderen Müttern gegenüber immer sehr charismatisch, sehr freundlich, sehr einfühlsam rüber. Er hat sich auch scheinbar sehr gut um seine Töchter gekümmert, hat sie zum Beispiel auch zum Ballettunterricht gebracht, hat ihre Haare dafür gemacht und das war so etwas, was die anderen Mütter anscheinend richtig schön fanden, dass er so involviert schien in das Ganze. Eine Freundin von Carina, die sie beim Ballett kennengelernt hat, Mina, sollte auch sagen, dass sie sich erst recht wohl gefühlt hat mit der Familie, zumindest am Anfang. Aber je länger sie Carina kannte, desto deutlicher wurde, dass sie etwas Angst hatte vor ihrem Vater. Lloyd war sehr streng und nicht nur ja, streng mit bestimmten Sachen oder hatte bestimmte Prinzipien, sondern auf Mina von außen wirkte es so, als ob das wirklich vollkommen willkürlich war, wann er dann ausgerastet ist und seine Töchter klein gemacht hat, auch vor allen Leuten klein gemacht hat, auch vor großen Gruppen, wenn sie Freunde da hatten, sie angeschrien hat, dass sie auch auf den Boden gefallen sind und Angst hatten, am kompletten Körper gezittert haben. Und Mina sollte auch erzählen, dass sie gesehen hat, wie Lloyd seine Töchter schlug, wie er ihn ins Gesicht schlug. Ob er gewalttätig Michelle gegenüber war, konnte sie nicht sagen, aber andere Bekannte haben gesagt, dass sie öfter mitbekommen haben, wie Lloyd Michelle verbal fertig gemacht hat, sich über sie lustig gemacht hat, sie klein gemacht hat und dabei noch gelächelt hat und das irgendwie genossen hat, Macht auszuüben auf die Frauen in seiner Familie. Spätestens 2007 gingen dann die Alarmglocken bei Michelles Familie an, weil sie komplett den Kontakt zu allen abgebrochen hat. Sie ist nicht mehr ans Telefon gegangen, sie hat nicht mehr geschrieben, absolut gar nichts. An dem Punkt war Michelles Mutter schon klar, dass das wahrscheinlich auf Lloyds Mist gewachsen ist und das sollte Minas Mutter Cynthia dann noch bestätigen. Sie war auch gut befreundet mit Michelle
und sagte später, dass Michelle ihr gegenüber gestanden hat, dass Lloyd sie dazu gezwungen hatte, komplett den Kontakt zu ihrer Familie abzubrechen. Er hat sie also komplett isoliert von ihren Wurzeln, von den Menschen, die immer für sie da sein würden und zu denen sie ja im Zweifel auch hätte gehen können, hat dafür gesorgt, dass sie zu denen gar keinen Kontakt mehr hatte und keine Beziehung mehr wirklich zu ihnen haben konnte in der Zeit. Und das war wohl schon der erste Punkt, der auf Außenstehende sehr besorgniserregend gewirkt hat. Ich habe aber in keiner der Quellen gelesen, dass wirklich etwas unternommen wurde zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht auch, weil Michelle nicht wollte, dass jemand etwas unternimmt oder weil man Angst hatte, dass es dadurch noch schlimmer wird. Aber es schien dann so, als ob die Situation sich ein Jahr später sowieso von selbst lösen könnte, weil 2008 Lloyd einen neuen Job in New Jersey angenommen hat und ausgezogen ist aus dem Haus der Familie. Er hatte nach einer Weile sogar die Scheidung eingereicht. Für Michelle war das eine Überraschung. Sie hat nicht damit gerechnet, dass er sich scheiden lassen würde, aber ihr komplettes Umfeld hat gesagt, dass sie sehr viel lockerer gewirkt hat, nachdem die Scheidung in die Wege geleitet wurde, dass es so wirkte, als ob sie wieder ein bisschen zu sich selbst finden würde, ja, und einfach wieder Freiheit genießen konnte, nicht mehr in Angst leben musste. Die Scheidung war dann 2013 durch und nun ging es immer noch um das Sorgerecht. Michelle ist dann umgezogen in ein neues Haus. In manchen Quellen hieß es, dass sie zunächst alle drei Töchter bei sich hatte. Dann ist die älteste Tochter zu ihrem Vater gezogen, nach New Jersey. Ich weiß nicht genau, wie alt sie da war und ob sie direkt zu ihm gezogen ist oder einfach in die Nähe. Die älteste Tochter Carrie und die jüngste Tochter waren noch bei ihr bis 2017. Da war Carrie dann 19 Jahre alt. Sie ging schon zur Uni an das Rochester Institute of Technology. Ihre ältere Schwester, so habe ich das aus den Quellen rausgelesen, war circa 2 Jahre älter als sie. Das heißt, die muss um die 21 gewesen sein und die jüngste Tochter war 14 Jahre alt. Rund um das Sorgerecht für dieses jüngste Kind ist dann ein riesengroßer Sorgerechtsstreit ausgebrochen. Lloyd hat wirklich alles daran gesetzt, Michelle irgendwie klein zu machen, sie schlecht darzustellen, damit er das Sorgerecht bekam. Er hat insgesamt 26 verschiedene Anträge gestellt in diesem Sorgerechtsverfahren, um irgendwie, ja, zu zeigen, dass Michelle nicht fähig war, alleine sich um die Tochter zu kümmern. Das ist da wirklich sehr eklig geworden zwischen den beiden. Und dann gab es schließlich spät im August 2017 eine Anhörung, wo es dann wirklich darum ging, dass entschieden werden sollte, wer das Sorgerecht bekam. Also das war der Termin, in dem das Ganze festgelegt wurde. Und Lloyd ist zu diesem Termin nicht erschienen. Er hat auch keine Nachricht irgendwie hinterlassen, hat nicht gesagt, warum er nicht kommen konnte oder keinen Antrag gestellt, dass das Ganze verlegt werden sollte. Er ist einfach nicht gekommen und damit hat Michelle dann das Sorgerecht bekommen. Michelle war unglaublich glücklich. Das war das, was sie sich schon immer erträumt hat. Sie hat so lange mit ihrem Ex-Mann um das Sorgerecht gekämpft, hatte so lange Angst, dass er das Sorgerecht kriegen würde, dass er sie vielleicht auch von ihrer Tochter abschirmen würde, denn das ist ein Gefühl, das Michelle schon früher ihren Freundinnen gegenüber und auch ihrer Familie dann gegenüber geäußert hat, dass sie das Gefühl hatte, dass Lloyd immer wieder versucht hat, ihre Töchter gegen sie aufzubringen, immer wieder versucht hat, sie schlecht zu machen, sie schlecht darzustellen. Und sie hatte wirklich sehr große Angst davor, dass er das Sorgerecht kriegen könnte für die jüngste Tochter und diese sie dann hassen würde irgendwann, keinen Kontakt mehr zu ihr haben wollen würde, weil Lloyd ihr irgendwas erzählte, was nicht wahr war, aber eben die Tochter quasi so polte, dass sie keine Lust mehr hatte, mit ihrer Mutter Kontakt zu haben. Das ist nicht passiert. Michelle war, wie gesagt, super erleichtert, hat den Tag mit ihren Freunden verbracht, war ja einfach nur glücklich. Es gibt auch Fotos von dem Tag, wo sie einfach Zeit verbringt mit Freunden und den Tag genießt. Sie war laut Aussagen ihres Umfelds noch nie so erleichtert und so glücklich wie nach diesem Urteil, auch nicht nach der Scheidung. Sie konnte Lloyd quasi hinter sich lassen und das muss sehr schön gewesen sein für sie nach dieser sehr, sehr langen, anstrengenden Beziehung und diesem ewigen Rosenkrieg zwischen den beiden. 2 Tage später, Montag, am 28. August 2017, ist dann ein Freund der Familie zum Haus von Michelle in der Dwight Avenue in Corning gekommen, um die jüngste Tochter für den Schwimmunterricht abzuholen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie auch Ballett gemacht hat oder ob jede so ihr eigenes Hobby haben konnte. Anscheinend hatten sie allgemein relativ viele außerschulische Aktivitäten. Bei ihr war es eben Schwimmen offensichtlich. Aber
Sehr schnell ist ihm aufgefallen, dass etwas nicht stimmte. Er hat an die Tür geklopft und gerufen, zwar auch abgesprochen, dass er um diese Uhrzeit das Mädchen abholen sollte, aber niemand hat ihm die Tür aufgemacht. Durch das Glas in der Haustür konnte er einen Umriss auf der Treppe erkennen. Es sah aus wie der Umriss von einer Frau, potenziell Michelle, die sich auf der Treppe befand, aber sich nicht bewegte und auch nicht reagierte auf seine Rufe. Deswegen ist er dann reingegangen und was er dort vorfand, war ein Anblick, den er niemals wieder vergessen konnte. Michelle lag auf dem Treppenabsatz. Sie hatte ein Seil um ihren Hals und sie war komplett kalt, steif. Sie hatte keinen Puls mehr. Und er hat daraufhin dann den Notruf kontaktiert. Der herangerufene Gerichtsmediziner konnte bei Michelle nur noch den Tod feststellen. Sie war 46 Jahre alt, als sie starb. Dadurch, dass sie dieses Seil um den Hals hatte, sah es zunächst für alle Beteiligten so aus, als ob Michelle sich das Leben genommen hätte. Aber ihr komplettes Umfeld hat dem vehement widersprochen, weil sie meinten, Michelle war noch nie so glücklich wie jetzt. Es gibt absolut keinen Anlass dafür zu denken, von außen zumindest, dass sie so unglücklich war, dass sie sich das Leben hätte nehmen wollen. Sie hatte gerade endlich alles erreicht, was sie wollte und jetzt soll sie das alles einfach mit einem Mal beendet haben. Also das macht keinen Sinn. Das war die erste Sache, die keinen Sinn machte so richtig auf das Umfeld. Und das zweite, was auch den Ermittlern auffiel, war, dass die 14-jährige Tochter, die ja eigentlich hätte abgeholt werden sollen, nicht im Haus war. Es hat sich dann relativ schnell an diesem Tag abgeklärt, wo das Mädchen war. Man hat erst alle Freunde, Bekannten abtelefoniert, die in der Nähe lebten. Aber all diese Suchen haben nichts ergeben und das machte dann auch später Sinn, als man wusste, wo sie war, denn sie befand sich gar nicht in Corning, sondern in Rochester bei ihrer Schwester Carrie. Carrie erzählte dem Beamten, dass sie am Vorabend zu Hause gewesen ist und nochmal eine letzte Nacht in ihrem eigenen Bett schlafen wollte, nochmal eine Nacht zu Hause verbringen wollte und ihre Mutter angefangen hätte, mit ihr Theater zu machen, sie anzuschreien, sie fertig zu machen und das hätte sie dann nicht mehr ausgehalten, weswegen sie dann ihre jüngste Schwester mitgenommen hat nach Rochester, um sie quasi vor ihrer Mutter zu schützen und deswegen war die 14-Jährige noch dort bei ihr. Sie war am Telefon auch sehr aufgelöst, als sie hörte, was mit ihrer Mutter geschehen war, weinte, hat eben nochmal das Ganze erzählt von dem Vorabend, wie ihre Mutter drauf gewesen ist, hat gesagt, ihre Mutter wäre unberechenbar in ihrem Verhalten und es hätte ihr Angst gemacht. Sie hätte Sorge gehabt um die Sicherheit ihrer Schwester und hat sie deswegen mitgenommen. Die jüngste Schwester wurde dann auch von den Ermittlern befragt und sie hat das Ganze bestätigt, hat bestätigt, dass ihre Mutter ausgerastet ist und dass Carrie sie dann deswegen im Auto mitgenommen hat nach Rochester. Trotz all dieser Indizien, die Aussagen von Carrie, dass ihre Mutter unberechenbar war, dass sie komplett ausgerastet ist den einen Abend und der Tatsache, dass es wirklich so aussah wie ein Selbstmord, waren die Ermittler sich nicht ganz sicher, dass es wirklich ein Selbstmord war. Denn als Michelle vom Gerichtsmediziner untersucht wurde, hatte sie eine Abschürfung am Kinn, die aussah wie ein U, also wie von der Schlinge quasi, als ob die Schlinge erst hier gewesen wäre und dann runtergerutscht ist. Oder als ob sie schon hier war und sie versucht hatte, sie hochzuziehen. Eins von beidem. Wahrscheinlicher ist wohl eher Letzteres, weil schon Druck hinter der Schlinge gewesen sein muss. Die Ermittler dachten zunächst, dass es vielleicht einfach eine Panikreaktion war im letzten Moment, dass sie noch versucht hat, die Schlinge irgendwie loszumachen. Aber andere Ermittler waren sich da dann nicht so sicher, ob das nicht vielleicht ein Hinweis darauf sein könnte, dass Michelle sich das Seil gar nicht selbst um den Hals gelegt hat. Und auch der Gerichtsmediziner hat dann später in seinem Bericht geschrieben, dass die Todesursache zwar war, dass Michelle die Luft abgeschnürt wurde durch das Seil, aber die Todesart, also Selbstmord, Mord oder ein Unfall, dass die nicht bestätigt werden konnte quasi, dass man nicht sagen konnte, ob es wirklich ein Selbstmord war oder nicht anhand von den Beweisen, die sie hatten. Und das war dann auch der Grund, warum die Ermittler das Ganze nicht einfach abhaken und wegpacken konnten und sagen konnten, okay, die hat sich umgebracht, nächster Fall, sondern es war offensichtlich irgendetwas komisch an dem Fall. Wenn es wirklich eindeutig ein Selbstmord gewesen wäre, hätte der Gerichtsmediziner das so eingetragen. Die ganzen Umstände waren komisch und das Timing war sehr seltsam, dass sie wirklich kurz nachdem sie das Sorgerecht bekommen hat, so gestorben ist, schien alles nicht wirklich Sinn zu machen. Die Ermittler haben sich dann mehr mit Lloyd beschäftigt, denn er ist ja offensichtlich jemand, der ein Motiv hätte haben können, Michelle aus dem Weg zu räumen.
Carrie sagte den Ermittlern, dass ihr Vater ihr am Samstag geholfen hatte, einzuziehen in das Studentenwohnheim, dass er dann die Nacht in einem Hotel in Rochester verbracht hätte und dann am Sonntag zurückgeflogen sei nach Hause. Und hier soll er auch gewesen sein, als die Beamten ihn dann kontaktierten und ihm sagten, dass seine Ex-Frau gestorben ist. Er hat direkt am Telefon, als ihm das mitgeteilt wurde, den Beamten erzählt, dass seine Ex-Frau sehr oft eskalieren würde, dass sie Wutanfälle bekommen würde, die nicht mehr zu kontrollieren waren. Und er hat auch gesagt, dass sie teilweise gewalttätig wurde in diesen Situationen, also wirklich einfach komplett ausgerastet ist, dass man sie nicht mehr runterkriegen konnte eine ganze Zeit lang. Er hat den Ermittlern dann auch Belege gezeigt für seine Flugtickets, seine Handydaten, alles, was sie brauchten, um zu belegen, dass er wirklich in der Nacht im Hotel gewesen ist und dann zurückgeflogen ist. Und das hat auch alles soweit Sinn gemacht. Was allerdings nicht so viel Sinn machte, war die Tatsache, dass das Erste, was Lloyd machte, als er dann zurückgekehrt ist nach Corning, war, ins Gericht zu gehen und dafür zu sorgen, dass die Unterhaltszahlungen eingestellt wurden für seine Tochter, weil er ja jetzt dann das Sorgerecht kriegen würde, weil Michelle offensichtlich tot war und sich nicht mehr um die Tochter kümmern konnte. Die Ermittler haben ihn dann nochmal befragt. Er hat das gleiche erzählt wie Carrie, dass er Samstag da war, um ihr zu helfen. Dass er Carrie geholfen hatte, alles einzuräumen in Rochester, ihr mit dem Umzug geholfen hat, dann ins Hotel gegangen ist. Dass er dann die beiden Mädchen noch eingeladen hat, mit ihm dort zu frühstücken im Hotel. Und dann hat er sich auf den Weg zurückgemacht nach Hause, ist in den Flieger gestiegen und ist zurückgeflogen. Die Ermittler haben sich von ihm, wie gesagt, das Flugticket geben lassen, auch seine ganzen Handydaten überprüft, das hat er auch alles sie bereitwillig machen lassen. Aber sie haben sich auch die Überwachungskameras vom Hotel angeguckt, in dem Lloyd geblieben ist. Die Handydaten sagten, dass, was er erzählte, die Wahrheit war, nämlich, dass er wirklich die ganze Nacht von Samstag auf Sonntag im Hotel geblieben ist. In den Kameraaufnahmen sieht man jedoch, dass er Samstagabend noch vom Hotel mit Carrie zusammen zu ihrem Auto gegangen ist. Sie ist ihn an diesem Abend noch besuchen gekommen. Er ist mit ihr zum Auto gegangen, aber ist dann nicht wieder zurückgekommen. Das heißt, man sieht nur den Hinweg. Er geht über den Parkplatz zum Auto. Danach sieht man ihn überhaupt nicht mehr auf den Aufnahmen. Bis zum nächsten Morgen um 6.30 Uhr, als er dann wieder zurückläuft über den Parkplatz. Und zwar immer noch in den gleichen Klamotten wie am Vorabend. Was die Ermittler schlussfolgern ließ, dass sein Handy tatsächlich die ganze Nacht im Hotel war, er aber höchstwahrscheinlich nicht, dass irgendetwas anderes vorgegangen ist. Aber weil Carrie ihn die ganze Zeit gedeckt hat, war es für sie so ein bisschen schwierig, das Ganze aufzudröseln, bis sie irgendwann dann auch den Verdacht gehegt haben, dass Carrie wahrscheinlich mehr wusste, als sie den Ermittlern sagte. Irgendwas war überhaupt nicht in Ordnung mit dem ganzen Fall. Irgendwas stimmte offensichtlich nicht. Die Ermittler haben sich dann noch einmal die ganzen Fotos vom Tatort angeguckt und festgestellt, dass Michelles Bett verschoben war, also etwas verrückt schien auf den Fotos. Und sogar, dass es einen kleinen Fleck an der Wand im Schlafzimmer gab. Und dieser Fleck wurde untersucht und stellte sich heraus, dass es Michelles Blut war. Sie haben dann einen zweiten Gerichtsmediziner herangezogen, der sich den Fall nochmal anschauen sollte. Er konnte Michelles Leiche selbst nicht noch einmal untersuchen, da Lloyd sie schon hatte einäschern lassen. Aber er hat sich die ganzen Fotos angeschaut, den Autopsiebericht angeschaut und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass Michelle sich nicht selbst das Leben genommen hat, sondern dass es Mord war. Dass jemand ihr die Schlinge um den Hals gezwungen hatte, dass sie deswegen noch irgendwie versucht hat, das festzuhalten und das irgendwie an ihrem Kinn hängen geblieben ist, weil jemand von hinten mit der Schlinge quasi versucht hat, sie zu würgen. Und dass das eindeutig der Grund für ihren Tod war, dass sie sich definitiv nicht das Leben genommen hatte. Nun hatten die Vermittler ja schon einen deutlichen Verdacht, wer dahinter stecken könnte, Lloyd, aber wie gesagt auch den Verdacht, dass Carrie auch irgendwie darin verwickelt war, denn ihre komplette Geschichte rund um den Samstagabend und auch darüber, wo ihr Vater war, hat ja sein Alibi so ein bisschen aufgebaut und hat auch das Narrativ gestützt, dass Michelle am Samstagabend nicht sie selbst war, dass sie total außer sich war und ausgerastet ist. Also, dass ihre Mutter in einem schlechten Bild quasi dastand. Auch Carries Handydaten wurden dann überprüft und laut ihrer Geschichte den Ermittlern gegenüber war sie maximal 15 bis 20 Minuten im Haus ihrer Mutter, bevor sie dann wieder gefahren ist, weil ihre Mutter einfach komplett ausgerastet ist. Aber ihre Handydaten zeigten, dass sie mindestens 2 Stunden in dem Haus war. Nun kann man natürlich sagen, dass man vielleicht manchmal das Gefühl für Zeit verliert, aber 15 Minuten und 2 Stunden ist schon ein großer Unterschied.
Und vor allem fragten sich die Ermittler dann, sind 2 Stunden vielleicht schon genug, um einen solchen Mord zu begehen? Aber wenn ja, hätte Carrie erstens ihre Mutter selbst so attackieren können? Hätte sie genug Kraft gehabt, um ihre Mutter alleine umzubringen? Und welches Motiv hätte Carrie haben sollen? Freunde und Bekannte der Familie sollten den Ermittlern dann erzählen, dass Carrie über die letzten Jahre eine sehr schlechte Beziehung zu ihrer Mutter bekommen hat, was wohl auch viel damit zusammenhängt, was Lloyd ihr erzählt oder wie er das Ganze darstellte, so dass es fast schon so wirkte, als ob Carrie ihre Mutter wirklich hasste. Carrie hätte also möglicherweise ein Motiv haben können, ihre Mutter umzubringen, wenn man wirklich so weit ging und sagte, sie hasste ihre Mutter, weil sie lebte ja auch nicht mehr im gleichen Haus mit ihr. Also sie hat sich bewusst dazu entschieden, an dem Abend zurückzufahren. Warum? Wenn sie so ein schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter hatte. Und dazu kam, dass Lloyd ja ein viel stärkeres Motiv zu haben schien. Erstmal die Unterhaltszahlungen. Er war allgemein schon tief in den Schulden drin, hatte um die $100,000 Schulden und sollte dann noch jeden Monat an die $6,000 Unterhalt zahlen an Michelle und eben auch für seine jüngste Tochter. Das war offensichtlich etwas, was er nicht wollte. Vielleicht auch mit der Grund, warum er das Sorgerecht haben wollte. Vielleicht ging es ihm auch einfach komplett gegen den Strich, dass Michelle das Sorgerecht hatte. Er hatte keine gute Beziehung zu ihr. Es war schon in der Ehe sehr schwierig zwischen den beiden. Und deswegen schien es wahrscheinlicher, dass Lloyd der Täter war oder dass Carrie und Lloyd zusammen unter einer Decke steckten. Und deswegen haben die Ermittler sich dann dazu entschieden, 5 Monate nach dem Tod von Michelle die Handys der beiden anzuzapfen, um zu sehen, ob es vielleicht zu Aussagen kam, die darauf hindeuteten, dass diese Theorie stimmte. Um die beiden noch ein bisschen mehr zu verunsichern und sie quasi dazu anzuhalten, über das Ganze zu sprechen, denn wie gesagt, es war schon 5 Monate her, haben sie dann Lloyd kontaktiert und ihm gesagt, dass der zweite Gerichtsmediziner zu dem Schluss gekommen ist, dass es ein Mord war. Lloyd ist eher ruhig geblieben, hat gesagt, ich habe damit nichts zu tun, ich war wie gesagt im Hotel, ich war nicht in der Nähe. Sie haben Lloyd auch gebeten, nochmal einen Lügendetektortest bei ihnen zu machen und er ist am Telefon recht ruhig geblieben, hat gesagt, ja, ich kann das machen, aber ich hatte damit nichts zu tun, ich war die ganze Nacht im Hotel, ich war nicht in der Nähe, ich bin das nicht gewesen, aber sicher, ich kann auch noch eine Aussage machen, ich kann auch noch einen Lügendetektortest machen. Auch Carrie wurde von den Ermittlern kontaktiert, sie haben sie gebeten, noch einmal auf die Wache zu kommen und ein paar Fragen zu beantworten. Und daraufhin hat Carrie Panik bekommen und ihren Vater angerufen. Das Gespräch wurde von den Ermittlern aufgezeichnet. Carrie sagte am Telefon zu ihrem Vater direkt am Anfang, ich drehe durch. Und Lloyd antwortete darauf, ich auch. Carrie daraufhin, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Lloyd hat sie dann gefragt, was genau sie den Ermittlern gesagt hat. Sie hat gesagt, ich weiß es nicht genau, sie ist offensichtlich aufgeregt, sie hat Angst. Und daraufhin sagt Lloyd, ihr Vater, dann zu ihrem Telefon, sagt denen, es tut mir leid, ich habe einen Therapietermin in New Jersey heute Abend. Sagt ihnen, dass es wirklich sehr schwer für dich war, also der Tod ihrer Mutter, dass das alles sehr schwer für sie ist, quasi das als Ausrede nehmen, um nicht mehr mit der Polizei zu reden. Carrie bestätigt das, dass das wahrscheinlich das Beste ist. Und daraufhin fragt Lloyd sie dann, könntest du weinen? Also fragt sie, ob sie am Telefon mit den Ermittlern nicht auch weinen könnte, damit sie Mitleid mit ihr haben, um das Ganze zu unterstreichen, wie schlimm der Tod ihrer Mutter war. Carrie antwortet, vielleicht. Er sagt daraufhin, Gott, das wäre so schön, wenn es endlich vorbei wäre. Und Carrie sagt, das wäre ein Traum. Lloyd sagt dann außerdem zu ihr, du kannst weinen und sagen, es tut mir leid, ich muss jetzt auflegen. Er hat am Telefon dann auch immer wieder so ein bisschen gelacht zwischendrin. Also total seltsam und irgendwie überhaupt nicht entsprechend der Situation, in der sie sich gerade befinden. Und Carrie hat dann nochmal versucht, sich abzusichern und hat gesagt, naja, aber wenn es irgendwas richtig Ernstes ist, dann würden sie mich ja nicht fragen, ob ich nochmal reinkomme. Und daraufhin sagt er, nee, die würden dann direkt vor deiner Tür stehen und sagen, wir haben einen Haftbefehl, also mach dir keine Sorgen, das ist es bestimmt nicht, die wollen bestimmt nur noch ein paar Sachen abklären. Carrie ist dann trotzdem in eine Befragung gegangen und es hat nicht lange gedauert, bis sie eingebrochen ist und gesagt hat, was wirklich passiert ist. Carrie sagte, Lloyd und sie seien am Samstagabend, nachdem er ihr mit dem Einzug geholfen hatte, zu Michelles Haus gefahren. Und
Als sie durch die Tür kamen, hat Michelle direkt gesehen, dass Lloyd dabei ist, hat angefangen, ihn anzuschreien, zu rufen, was machst du hier, was machst du hier, warum bist du hier, was willst du hier? Und sie ist dann unten geblieben bei ihrer 14-jährigen Schwester, die auf der Couch geschlafen hat. Das hat sich mir allgemein nicht so richtig erschlossen, weil sie wohl die komplette Zeit geschlafen hat, obwohl da viel vorgegangen ist in dem Haus und anscheinend auch viel geschrien wurde. Lloyd ist dann Michelle hinterher die Treppe hoch mit ins Schlafzimmer gegangen. Carrie sagte aus, sie hätte dann Schreie gehört, Rumpeln gehört und hätte dann später ihre tote Mutter auf der Treppe gesehen. Carrie hat dann ihre Schwester geweckt und hat sie rausgebracht zum Auto, ohne dass sie ihre Mutter gesehen hat. Vielleicht haben sie die dann auch nochmal bewegt. So oder so, ihre 14-jährige Schwester hatte keine Ahnung davon, dass das Ganze passiert. Und sie hat auch keine Ahnung, dass ihr Vater dann wieder mit im Auto nach Rochester gefahren ist, weil er sich im Nachhinein, nachdem die beiden Mädchen schon im Auto saßen, dann hinten in den Kofferraum geschlichen hat. Die 14-Jährige hatte wirklich absolut keine Ahnung, was da vor sich gegangen ist. Nun könnte man zunächst denken, Carrie hat ihren Vater mit nach Hause gebracht. Sie hatte eine schlechte Beziehung zu ihrer Mutter. Vielleicht wollte sie irgendwie was holen und wollte ihren Vater mitnehmen, weil sie vielleicht wirklich Angst hatte vor ihrer Mutter, weil sie dachte, da würde es eine Auseinandersetzung geben. Und das Ganze ist dann eskaliert und Carrie hat ihren Vater gedeckt in dieser Situation, um nicht auch noch das andere Elternteil zu verlieren. Aber leider ist die Wahrheit noch viel schlimmer. Das Ganze war kein Zufall oder Unfall oder eine Eskalation von einem Streit. Es war geplant. Lloyd ist Tage vorher auf Carrie zugegangen und hat ihr erzählt, dass er nicht in der Lage sein würde, den Unterhalt zu zahlen, wenn Michelle dann wirklich das Sorgerecht bekommen sollte und dass er sich deswegen selbst das Leben nehmen würde, weil er mit der Situation nicht umgehen könne. Es gäbe keinen Weg raus, das sei die einzige Möglichkeit für ihn, mit der ganzen Situation umzugehen. Er hat Carrie dazu gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Entweder du hilfst mir dabei, deine Mutter umzubringen und es aussehen zu lassen wie ein Selbstmord, deckst mich bei der ganzen Sache, verschaffst mir ein Alibi oder ich bringe mich um und es ist deine Schuld. Und das ist, was Carrie dann auch den Ermittlern erzählt hat. Sie hat gesagt, ich musste mich entscheiden und ich habe mich für meinen Vater entschieden. Man hat Carrie nach diesem Geständnis noch telefonieren lassen und sie hat dann ihren Vater angerufen, ihm das Ganze erzählt. Er ist deswegen auch nicht zur Polizeistation gegangen und hat einen Lügendetektortest gemacht, sondern hat versucht, sich aus dem Staub zu machen. Die New Jersey Police hat ihn dann gefunden. Er stand oben auf einem Parkhaus und drohte zu springen. Das ging eine ganze Weile so, also mehrere Stunden, dass er immer wieder gedroht hat, runterzuspringen. Und irgendwann hat einer der Beamten es dann geschafft, ihn von hinten zu überwältigen und ihn da wegzureißen. Und daraufhin wurde Lloyd dann für den Mord an seiner Frau Michelle festgenommen. Lloyd wurde angeklagt für Mord ersten Grades an Michelle und Carrie wurde angeklagt für Mord zweiten Grades. Sie war die Kronzeugin im Verfahren gegen Lloyd. Und sie hat dann auch nochmal ausgesagt, hat von diesem Ultimatum erzählt und hat dieses Mal auch noch die ganze Geschichte um den Tod ihrer Mutter anders erzählt. In diesem Fall war es wieder Lloyd, der Michelle umgebracht hat. Aber jetzt, in dieser zweiten Version, hat sie sogar geholfen, die Leiche ihrer Mutter zu bewegen und ihm dabei geholfen, das Ganze wie einen Suizid aussehen zu lassen. Hat ihm geholfen, sie über das Geländer zu schubsen. Zusätzlich zu Carries Aussage, dass ihr Vater es gewesen ist, kamen dann noch DNA-Beweise. Man hat seine DNA an Michelles Pyjama gefunden. Das heißt, man konnte ihn mit dem Tatort in Verbindung bringen. Man hat ihm dann einen Deal vorgeschlagen, 25 Jahre bis lebenslang. Und er hat diesen Deal dann angenommen und dann auch vor Gericht ausgesagt, dass er Michelle getötet hat. Er wurde verurteilt für Mord ersten Grades. Er bekam hierfür ein Strafmaß von lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung und befindet sich heute in der Clinton Correctional Facility in Dannemora. Weil er im Zuge dieses Deals alles gestehen musste, dass er Carrie unter Druck gesetzt hat, dass er die Tat geplant und ausgeführt hat, hatte Carrie dann die Chance auf eine mildere Strafe. Denn das zeigte, dass es quasi nicht von ihr ausgegangen ist. Hinzu kam, dass ihr Vater offensichtlich schon über Jahre versucht hat, sie von ihrer Mutter zu entfremden. Die Ermittler waren nämlich der Meinung, dass Carrie Opfer von Eltern-Kind-Entfremdung ist oder auch elterliches Entfremdungssyndrom. Das heißt, dass ein Elternteil in einer
ja, Konfliktsituation mit dem anderen Elternteil, wie eben Sorgerechtsstreit, Scheidung, anfängt, ein Kind immer mehr vom anderen Elternteil auch emotional abzugrenzen, das andere Elternteil schlecht zu reden, bestimmte Szenarien in einer bestimmten Form zu werten, also zu sagen, deine Mama hat das gemacht, weil sie findet dich furchtbar. In Carries Fall war es zum Beispiel so, dass es eine Auseinandersetzung zwischen ihr und ihrer Mutter kam auf der Auffahrt, dass Michelle wegfahren wollte und Carrie sie irgendwie blockiert hat. Und Lloyd hat so lange auf Carrie eingeredet und immer wieder diese Situation durchgekaut und immer wieder ja ihre Wahrnehmung so verdreht, dass sie am Ende der festen Überzeugung war, dass ihre Mutter an diesem Tag versucht hat, sie zu überfahren auf der Auffahrt. Also dass ein Elternteil wirklich dadurch, ja, wie sie das Narrativ aufbauen rund um das andere Elternteil, also in diesem Fall, wie der Vater über die Mutter gesprochen hat, ihr Verhalten analysiert hat, teilweise sich wohl auch Sachen ausgedacht hat, dann auch die gleichen Emotionen übertragen hat auf sein Kind und diesem Kind es eingeredet hat, das ist wirklich so. Deine Mutter ist wirklich schlimm, deine Mutter hasst dich, deine Mutter will dir was Schlimmes und ich bin immer für dich da und du hast nur noch mich. Und deswegen war es dann einfacher für Lloyd nach diesen ganzen Jahren, in denen er ja angefangen hat, Carries Wahrnehmung von ihrer Mutter irgendwie zu verdrehen, dass sie sich von ihr abgewendet hat, war es einfacher für ihn, dann im Zuge dieses grausamen Ultimatums zu sagen, ich oder deine Mutter, einer von uns beiden muss sterben, sie auf seine Seite zu ziehen. Nach Lloyds Aussage schien es so, dass Carrie wahrscheinlich ein geringeres Strafmaß kriegen würde, 5 bis 20 Jahre mit Möglichkeit auf Bewährung. Sie hat am Ende nur 3 Jahre bekommen, weil ihre Großmutter sich auch nochmal für sie eingesetzt hat und gesagt hat, sie glaubt nicht, dass Michelle das wollen würde, dass ihre Tochter einen Großteil ihres Lebens im Gefängnis verbringt. Sie wollte außerdem dann auch sicher gehen, dass Carrie, sobald sie wieder rauskam, auch psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen konnte, um das Erlebte irgendwie zu verarbeiten und mit sich selbst auch Frieden zu schließen in der ganzen Situation. Am 16. Januar 2020 kam Carrie dann auf Bewährung wieder aus dem Gefängnis. Sie hat sich in New Jersey erstmal niedergelassen. Wo sie heute ist, kann ich nicht sagen. Oder was sie mit ihrem Leben macht, das ist alles ja relativ aus den Medien rausgehalten worden, glaube ich. Was bestimmt auch besser ist, damit sie für sich das Ganze irgendwie aufarbeiten kann und ja irgendwie versuchen kann, ein neues Leben zu beginnen. Denn ihre Großmutter ist der Meinung, dass Carrie auch ein Opfer war in dieser Situation, dass sie zu diesem Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt irgendwie helfen konnte, dass sie so doll unter Druck gesetzt wurde, dass sie wirklich der festen Überzeugung war, dass sie eine Wahl treffen musste zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter. Das ist keine dritte Option gab, kein Mittelweg. Es gab nur diese beiden Extremsituationen und ich hoffe wirklich von Herzen, dass die gesamte Familie es irgendwie schafft, das Ganze aufzuarbeiten, dass Carrie therapeutische Hilfe bekommt, aber auch ihre kleine Schwester und ihre große Schwester, die wohl zu diesem Zeitpunkt, als Michelle starb, auch schon sich sehr von ihr abgegrenzt hat. Deswegen ist sie dann auch mit zu Lloyd gezogen. Michelles Mutter hat gesagt, dass sie nur hofft und dass sie auch glaubt, dass das Michelles Wunsch wäre, dass alle drei eines Tages glücklich werden und schöne Leben führen können und ja, Frieden haben können mit der ganzen Situation. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr zu diesem Fall meint. Es ist ein sehr trauriger Fall und auch super schockierend und verstörend, wie ich finde. Es tut mir unglaublich leid für die gesamte Familie, besonders auch für die jüngste Schwester, die von dem Ganzen nicht so richtig mitbekommen hat und trotzdem in das Alibi verstrickt wurde, dass sie quasi im Haus war, als das passiert ist, es aber nicht mitbekommen hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie grässlich das sein muss, das aufzuarbeiten. Und ich hoffe wirklich von Herzen, dass es ihnen allen heute ein bisschen besser geht und dass sie es schaffen können, das Ganze für sich zu verarbeiten und vielleicht irgendwie irgendwann wieder das Gefühl einer Familie haben können, ob das jetzt miteinander ist oder einfach irgendwo anders, so ein Anker, so eine Sicherheit. Das wünsche ich ihnen wirklich von Herzen, weil, wie gesagt, ich finde diese ganze Situation einfach nur sehr, sehr herzzerreißend. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ich hoffe, dieses Video war für euch interessant. Wenn dem so ist, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr sehr gerne diesen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder.
Macht's gut, bis dahin. Ciao.